Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Renate. Kater Sammy liegt ganz faul auf der Couch neben Kater Snuggy und pennt einfach. Ob er kommt, noch kommen wird, ich weiß es nicht. Ich kann nichts dafür. Er kommt. Er kommt, der Sammy kommt. Er kommt. Er ist auch noch ganz verschlafen. Du kriegst ja kaum die Augen auf, mein Kleiner. Hm? Dann komm. Das ist doch deine Lieblingsbox, Sammy. Hm? Die Brandnussbox. Ja, da ist Kater Sammy. Hm? Hallo mein Schätzchen, na du Süßer, hast du fein geschlafen? Du hast fast den ganzen Tag geschlafen. Das sieht, es ist Regen draußen, also hinlegen. Wir haben also die neue Brandnussbox bekommen und die heißt Erlebe die EM-Zeit mit vollem Genuss. Ich sag's jetzt mal, wie es ist, wir interessieren uns null für Fußball, null, null. Wir wünschen allen alles Gute, wer auch immer für welche Mannschaft ist. Ne, Sammy, da legst du dich jetzt drauf? Nee, drauflegen solltest du nicht. Wir gucken gleich mal. Und es ist natürlich die, was haben wir, Unibox. Ne? Aha, was ich hier sehe, ja, erzähl alles, Sammy. Das hier ist das Produkt des Monats, Erdnuss Locken Balls. Klassik. Also Locken als Ball, als das Kügelchen. Die Erdnusslocken, die hießen eigentlich immer nur Würmchen, ne? So, unter der Hand. Mit frisch gemahlenen Erdnüssen. Also von Lorenz Erdnuss Balls. Witzig. Kostet für 130 Euro 2,19 Euro. Das für 130 Euro? Gramm, Entschuldigung. Das wäre es noch, ne? 130 Euro. Ne, für 130 Gramm 2,19 Euro gibt es seit März 24. Ist also auch sehr teuer. Frisch zur EM. Ja, wir kaufen es normalerweise nicht, aber jetzt ist es dann da. Ihr rollt es doch auf, heißt die Werbung. Ihr rollt es doch auf. Nee. Hallo, Sammy. Oh, du hast aber deine Äugelchen, ne? Hast du gemacht? Hast du ja, geschlafen. Schlaf in den Äuglein, ne? Ja. Jetzt bist du wieder fein. Nächster Teil ist von Ricola. Himbeere-Melissa. Ich meine, Himbeere-Melissa hätten wir aber schon. Weiß ich nicht. Ja, doch, meine ich schon. Ja, ich verwalte die in meinem Auto. Ich teile zu, möchtest du einen Pfefferminz? Möchtest du einen ne? So, wo haben wir die denn? Da oben. Ricola Himbeermelisse. 75 Gramm sind da drin, gibt es seit Juni 23. Siehst du, ich dachte, ich habe das schon gesehen. Und kostet 2,19 Euro. Und hier steht auch im praktischen 50 Gramm Böxli erhältlich. Wie süß. Böxli. Ja, was denn? Hm? Wem erzählst du was, mein Schätzchen? Und du bist ja so ein Feiner. Hier kommt was für dich, mein Schatz. Mhm. Kinder Duo. Hattest du dich schon mal? Ja. Ja? Du magst eigentlich alles, was von Kinder kommt, ne? Ja, ich bin aber, ja. Aber ich sage es immer wieder und es ist auch so, du magst was Süßes, aber nicht viel auf einmal. Also wenn er jetzt eine Tafel Schokolade hat, dann bricht er ein Stückchen ab, isst das und den Rest legt er in den Kühlschrank. Ich weiß, Schokolade soll nicht in den Kühlschrank, aber du möchtest deine Schokolade im Kühlschrank haben. Genau. Weiß, ja, jeder wie er möchte. Ich mag das nicht, wenn die so klebrig ist. Die klebt doch nicht nur, weil sie draußen liegt. Gut, wenn es heißer Sommer ist, dann ist was anderes. Aber ansonsten... Dieses Gesichter. Und das kostet für 150 Gramm 2,69 Euro. Das ist auch teurer geworden. Weiß ich nicht, aber alles ist teurer geworden. Sag ja. Mir mal, was billiger geworden ist. Kaufen wir auch nicht. Was ist denn billiger geworden? Nix. Na, gibt es uns seit Januar 23, also schon über ein Jahr, ne, Sammy? Oh, du bist so ein Süßer, Junge. So ein Süßer, ne? Ja. Weiter geht's. Mal gucken, was wir rausfischen können. Von Seeberger. Snack mit Mist. Mix, Snack Mix, geröstet und gesalzen, Nut Mix with Chickpeas, Roasted, Salted Mix, achso, das ist der nächste Französisch, Mix noir et pois, chiche, grillé, salé, ich bin nicht so gut in Französisch lesen und verstehen, auf jeden Fall, das heißt auch gemischte Nüsse, gesalzen und geröstet, ja, warum nicht, müsstest du mögen. Gemischte Nüsse und Mandeln, doch, das magst du. Gesalzen, geröstet. Das magst du.
die guten von Seeberger. Und die kosten 1,99 für 125 Gramm. Siehst du, die sind günstiger als die Bonbons und günstiger als diese Kinderduos. Ja. Von Seeberger. Schmeckt nix. Ob du das Tanzbein schwingst oder einen Serienmarathon hinlegst. Das Tanzbein schwingst. Dann lege ich lieber den Serienmarathon hin. Auf der Hochzeit haben wir wirklich mal getanzt. Und manchmal, ganz ab und zu, tun wir immer so, als würden wir in der Küche tanzen. Ne? So ein bisschen. Früher habe ich getanzt. Ja, da kannten wir uns aber noch nicht. Ne? Ich habe leidenschaftlich gern getanzt. So 3-4 Mal die Woche. Und habe das silberne Tanzabzeichen gemacht. Ich habe es auch noch irgendwo. Ja, aber das ist lange her und es geht nicht mehr. Leider macht mein Rücken das nicht mehr mit. So, jetzt müsste ich mal unter dich gucken, Schatz. Dann warte. Was machen wir jetzt? War der Osch noch so schön? Ne? Meinst du? So, jetzt haben wir mal alle Sachen rausgefischt. Ne, Sammy? Wenn du möchtest, kannst du dich wieder hinlegen. Hm? Was schöner als noch die Sachen da drin lagen. Ja, so ist das Leben. Ne? Aber entweder wir gucken die Sachen oder dich. So, ich habe die Sachen jetzt alle hier liegen. Das erste ist Veggie-Hack. Zum dritten Mal haben wir Veggie-Hack. Halber bis 4.3.25. Ich muss jetzt langsam eins davon mal machen. Ne? Entspricht 500 Gramm Hack. 75 Gramm. Was ist das denn? Das ist gar nicht für Kätzchen. Das magst du auch nicht, Mäuschen. Das magst du nicht. Also ich kann mir vorstellen, ist aus erstem Protein mit Jackfruit-Granulat. Also nicht irgendwas von Soja. Soja ist ja jetzt nicht so gut, ne? Allein wenn man... Also Soja ist nicht so gut, gibt bessere Lebensmittel. Und das Jackfruit ist gut und Erbsen sind gut. Ich muss aber nichts haben, was wie Hackfleisch aussieht oder wie Hackfleisch schmeckt, weil mir nichts an Fleisch liegt. Also muss ich auch nichts haben, was so aussieht oder so tut, als ob. Mir würde reichen, so die Erbsen zu essen. So, wo haben wir es denn? Ach, das habe ich denen zubekommen, weil wir ja keinen Alkohol haben wollten. Ich glaube, ich lese das wieder auf mit dem Alkohol. Dann kriegen wir immer so blöde Sachen, ne? Ja, und dann haben wir hier, deshalb weiß ich auch jetzt nicht, was das gekostet hat, wir haben hier von Cirio gehackte Tomaten mit Basilikum. Du hast jetzt gehört, da ist Basilikum drin, also wirst du das nicht essen. Ja klar, ich mag Basilikum. Ja, dann ist gut. Dann ist gut. Und es steht auch hier, das sind 390 Gramm, gibt seit Juni 24, also brandneu und kostet 1,09 Euro. Auch hast du ein schönes Bettchen, mein Schatz. Die Kiste vom vorigen Monat steht übrigens immer noch auf unserem Esstisch. Wenn wir dann essen, kommt die kurzfristig runter, sauber machen, nach dem Essen. Kiste wieder drauf. Jetzt können wir die neue Kiste nehmen. Jetzt nehmen wir die neue Kiste. Die ist schon mal durchgelegen. Die ist ja leer, die hat richtig eine Liegekohle. Aber das fällt ihm gut. Das ist einer seiner Lieblingsplätze momentan. Ja, haben wir alles gesagt. Dann haben wir ja was Kleines, ein Hafervolf Flapjack. Ich bin dein Prime-Produkt. Ah, das ist gut. Ich habe ja dieses Prime abonniert. Das heißt, ich bekomme ein Produkt mehr im Monat. Und 4 oder 5 Tage vor, bevor die anderen so rausgehen. Ich denke, wenn die meisten haben jetzt Prime gemacht, vermute ich mal. Und ich habe jetzt uns auch für die Degusta dieses, ich weiß gar nicht, heißt das auch Prime? Habe ich jedenfalls auch heute abonniert. Das heißt, die MyBox hatten wir jetzt am 5.6. bekommen. Das fand ich ein bisschen spät und hab... Du bist ein kleiner Clown. Hm? Ja, die muss erst noch gekennzeichnet werden. Das ist Sammys Kiste. Ne, Sammy? Wie schön. Ja, eine Hafervollriegel. Also diese Hafervollriegel sind wirklich, naja, es ist Hafer. Hm? Hafer ist immer gut. Sind wirklich lecker hier mit Aprikosenstücken und Mohn. Den hatten wir schon mal. Also glaub es oder nicht, aber das ist so sättigend. Da braucht man, also als Mittagessen, da braucht man nichts anderes. Wirklich super sättigend. Kann man das da sehen? Ja, ne? Ich kann es schlecht sehen, wie es da weitergeht davon.
Dann nehmen wir hier als nächstes Desperados 0,0. Das ist ein alkoholfreies Bier mit Zitrusaroma. Das können wir uns ja mal gönnen, ne? Ja. 0,00. Wenn wir keinen Fußball gucken, dann kloppen wir uns hier rein. Mit oder ohne Fußball, das kann man machen. So. Und das kostet hier 0% Alkohol, 100% Desperados. Kostet 1,75 plus 8 Cent Pfand für 0,33. 1,75 für ein Fläschchen, ja. Das ist ganz schön teuer. Finde ich jetzt persönlich auch, aber. So, dann haben wir eine Dose zu trinken. Maracuja. Maracuja mögen wir ja. Soda mit Maracuja. Low Sugar Drink. Also wenig Zucker drin und der hat 22 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Und es sind 250 Milliliter drin und das kennen wir noch gar nicht. Sammy hatte keine Lust mehr. Nee, der macht. Dann schiebe ich jetzt die Kiste auf Seite. Der muss was trinken. Dann kann ich nämlich besser sehen, was vor mir los ist. Ne? So. Es geht tief hinab. So. Dann kann ich viel besser sehen, was hier los ist. Umdrehen. Einfacher. So, Paido Soda Maracuja. Kostet 1,49 mit 25 Cent Pfand, wie alle Dosen. Und da sind 250 Milliliter. Ja, 1,49. Da, es hat Vitamin C und B12. Da wird wieder geklopft draußen. Ich dachte, dieser Tage ist dann Specht an unserem Haus. Nein, es ist nebenan am Haus. Irgendwie das Mäuerchen wird beklopft. Ich weiß auch nicht. Egal. Moment, da war aber noch eine Dose. Wir haben das gleiche nochmal. Ja. Partner. Das ist echt nett. Vielleicht auch noch als Zusatz, weil wir keinen Alkohol nehmen. Ne? Gleiche nochmal. Kann jeder eine Dose trinken. Mhm. Ja, normalerweise ist es so, wenn wir dann Mittag essen, dann teilen wir uns wirklich so eine Dose und das reicht ja zum Essen dann. Hier ist was nur für dich. Fanta Zero Sugar. Das war keine Orangenmarmelade. Orangenmarmelade ja, aber nicht Orangen. Limonade ist alles. Also weder Fanta noch was es da sonst so alles gibt. Das ist nicht meins. Aber zum Glück bin ich da ja nicht alleine. Das ist auch nicht hier drauf. Das heißt, das haben wir auch so bekommen. Weil, ah ja, klar, der Alkohol wäre, glaube ich, teuer gewesen. Ja, der wären eigentlich drin. Cocktail Plant Berry Cola, Berry Colada und Mango Colado. Mango Colada, Mann, oh Mann. Bin echt zu dumm zum Reden. Das hat eben Alkohol, das sind zwei Fläschchen. Je 2,29 Euro. Klar, da müssen sie natürlich einiges reinpacken, um dann das, ja. Das heißt nicht, dass ich da sowas nicht mögen würde, sowas Süßes. Aber da ist Alkohol drin und das. Dann trinkt man es nicht, ne? Ja, so ist es. Dann haben wir ein Foodie, das steht auch hier. Von Ehrenmann Foodie. Ein Foodie gleich eine Mahlzeit. Rote Beeren. Was für dich? Rote Beeren. Eine Brombeere. Genieße einen Ehrenmann Foodie als eine Mahlzeit deiner ausgewogenen Ernährung. Da. Dann würdest du doch auch mögen. Nee, oder? Nee. Ich mag keine roten Beeren. Vor allem nicht, wenn die schwarz sind. Du liebst Erdbeeren. Da ist was anderes. Erdbeeren sind rote Beeren. Nee, ja. Eigentlich sind Erdbeeren gar keine Beeren. Das genau. Sind Steinfrüchte. Eben. Weil diese Steinchen außenrum, das sind wirklich wahr. Du scheiße mit Renate. Also, dieses Foodie, dafür kannst du auch was Richtiges essen eigentlich. Kostet 3,49 Euro. Ja, da kannst du was Richtiges essen. Plus 25 Cent Pfand, 400 Milliliter. Gibt es seit Februar 24. Das finde ich aber echt teuer. Was soll denn da so Großartiges drin sein? Viel zu teuer. 30 Gramm Protein pro Flasche. Ja, wenn ich mir jetzt einen Magerquark hole, den ich liebe, und da was Früchte rein tue, also da ist ganz viel Protein drin. Es ist laktosefrei, ja gut, das ist der Quark auch. Ne? Soweit ich weiß. Aber ich habe mit Laktose kein Problem, deshalb kann ich dann auch glutenfrei. Ja, mein Quark ist auch glutenfrei. Definitiv. Gluten ist ja nur in Weizen drin. Wo soll es herkommen? Ballaststoffquelle.
Ja, wenn ich da Obst rein tue in meinen Quark. Genau. Ich habe gerade Quark nämlich mit Blaubeeren. Machst du noch was von den Haferflocken rein? Kann man auch Haferflocken? Passt ja zu allem. Was hatte ich denn jetzt? Ach ja, die Hafermilch habe ich im Moment, habe ich auch in meinen Quark reingetan zum Anrühren. Hm. So, und was, wie steht mit den Kalorien? 100 Milliliter haben 103 Kilokalorien. So, also die ganze Flasche logischerweise über 400 Kilokalorien. Auch dafür könnte man was Richtiges essen. Aber jetzt ist es da, jetzt wird es auch getrunken. So, was da? Muss ich mich eben opfern. Dann haben wir eine Rockstar-Flasche Zero Sugar Watermelon Kiwi. Was für Zusammenstellung. Eine Wassermelone mit Kiwi. Warum nicht? Von Rockstar. Naja, da wird nicht viel Kiwi und Wassermelone drin sein. Meinst du nicht? Also, Zutaten Wasser, Geschmacksverstärker, Erythrit. Säuerungsmittel, Erythrit ist doch Birkenzucker, ne? Meine ich. Säuerungsmittel, Zitronensäure, Kohlensäure, Aromen, Säureregulator, Natriumcitrat, Verdickungsmittel, Pektine, Süßungsmittel, Sucralose, Acesulfam, Koffein, Vitamine, Vitamin C. Wir sind noch nicht an irgendwelchen Geschmäckern. B6, Stabilisatoren, Saccharose, Acetat, Isobutyrat. Meine Güte. Da brauchen wir gar keinen Donaudampfschifffahrtskapitän, da sind schon genug Wörter. Und ein schwarzes Karottensaftkonzentrat, Taurin, Inosit. Und dann kommen Ginseng-Aromenextrakt. Da steht gar nichts von Kiwi und Wassermelone. Das sind nur diese Aromen. Ja. Ja, so verarschen die einen. Ja. Das sagt man nicht, ne? Doch. So veräppeln die einen. Das ist Verarschung. So, Rockstar. Rockstar steht hier. Kostet 1,79 plus 25 Cent Pfand. Gibt seit März 24. Das hilft mir dabei, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die ich gerne tue. Was denn? Das machst du auch ohne dann zu trinken. Das stimmt. Die neue Sorte Kiwi, Watermelon Kiwi, bietet dir einen Hauch von Frühling. Oh ja, das kann man brauchen. Heute haben wir 15 Grad und Regen. Das ist der Sommer. Das ist der Sommer. Und haben wir sonst noch was? Nee. Das ist schon alles. Ich schaue mal durch, ob noch was hier sein sollte. Ja. Oma würzige Remoulade. Vielleicht ist sie doch noch in der Kiste. Müssen wir gleich mal gucken. Ich heb die Kiste nochmal hoch. Nö. Ich heb die jetzt nochmal hoch. Heb sie nochmal hoch. Vorhin war ja eine Katze mit dabei. Nee, aber da ist kein. Es ist nicht so, als wären wir jetzt verrückt auf Remoulade. Aber wir haben sie ja bezahlt. Aber sie ist nicht da. Ja. Vielleicht stattdessen irgend so eine Dose da. Aber das ist seltsam. Ihr sollte für 1,99 und 200 Milliliter Tube romanwürzige Remoulade da drin sein. Ja, wir haben nichts umsonst, was so viel Geld kostet. Nein. Also? Also frage ich mal, wo meine Tube Remoulade ist. Genau. Oder deine. Ja, und dann gab es nämlich noch hier Hop House 13. So ein Bier ist das, glaube ich. Lagerbier. Hm? 80 Cent würde das kosten. Ja, Alkohol. Das ist natürlich nicht dabei. Tja. Dann muss ich nachfragen, weil das doch seltsam ist. So viel haben wir jetzt auch nicht nebenher. Das Hack, ne? Ja. Und eine Dose. Sonst war doch gar nichts, oder? Ne. Hm. Ja, und wenn, die können ja nicht da Remoulade hinschreiben und dann... Und dann ist er einfach keine Remoulade. Genau. Jetzt wolltest du gerade schon Fischstäbchen im Geiste machen, ne? Genau. Ja, und dann gab es keine Remoulade. Doch, wir haben neulich, war dann mal so eine große Tube Remoulade. Darum geht es doch nicht. Deshalb haben wir schon öfter wir Fischstäbchen. Wir haben die doch mitbezahlt. Und, aber Fischstäbchen in Backteig, die sind besser als die anderen Fischstäbchen. Ja, tut mir leid. Kein... Ich muss nachfragen. Naja, kann man nichts machen. Ihr Lieben, jedenfalls Dankeschön fürs Zuschauen. Also schlecht ist es nicht. Nicht umwerfend, aber guck mal, das magst du gerne. Hm? Das magst du gerne. Die Nüsse magst du auch gerne. Die sind viel günstiger, als ich dachte.
muss schon sagen, Seeberger ist auch viel teurer, ne? Die Bonbons, ja, das gut, das ist jetzt eine neue Sorte angeblich, weil da jetzt eben Basilikum drin ist. Aber im Prinzip haben wir schon so oft passierte Tomaten, gehackte Tomaten. Das sind ja noch nicht mal passierte Tomaten. Nee, ich weiß, sind Stücke. Sind Stücke. Ja, da kann man selber. Pst, ja. Pst, pst, ne? Ja. Hafer voll eben als. Ja, wie gesagt, auch das mag ich gerne hier. Das Hafer ist immer gut. Aber nein, da müssen Sie mir bitte erklären, was mit der Tube passiert ist. Hm, naja, ist jetzt kein Weltuntergang. Aber trotzdem. Doch, doch, doch. Für dich geht die Welt gerade unter. Ach ja. Aber siehst du, jetzt haben wir wenigstens ein Bier ohne Alkohol da für den Fußballabend. Ich glaube, am Wochenende, ne? Glaube ich, das los. Ich weiß das auch nicht so. Ach ja. Und hier Erdnussblocken in Bällchenform. Die haben das nochmal neu erfunden. Das Rad neu erfunden. Ja, jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Alles, alles Liebe. Und natürlich bekommt ihr ein großes Herz von uns beiden, ne? Genau. Bis später. Tschüss.